Kreuz, Altar, Kanzel, Bänke. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ja. Das Firmenlogo. Ja. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Richtig. Schlüssel mit Kreuz. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Ja. Auwei. Antioxidationsmittel mit Kreuz. Oh, oh. Um Jesus' Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Blasphemie. Ein bisschen Blasphemie. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Nee, doch nicht. Harvey mit Kreuz. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Nein, das zählt nicht, Harvey. Doch. Er sieht hungrig aus. Wer das Kreuz? Harvey is hot. Jesus not. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Blasphemie. Fußnagel mit Kreuz. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Blasphemie. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, oh, das bist du da halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Ich bin eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Mhm. Schon zu dieser Zeit. Hm. Müssen wir alles mit einem Maus probieren. Das müssen wir noch machen. So, jetzt wo es der Punky so angeteasert hat, müssen wir es jetzt natürlich auch ausprobieren. Zickzackschere mit Altar. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Okay. Zickzackschere mit Altar? Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Mhm. Okay. Da hat aber der Punky was angeteasert. Nein, ich respektiere. Okay. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Ja. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Ich glaube, das wiederholt sich hier. Nochmal Fußnagel. Fußnagel auf Altar. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Ja. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Sie wurde im Stück aus einer Steineiche gemeißelt. Aha, interessant. Harvey mit Kanzel. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. In der katholischen Kirche? Ich weiß nicht, ist es eine katholische oder eine evangelische? In der katholischen kann es knifflig werden. Freie Liebe predigen. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Ist in der evangelischen vielleicht auch irgendwie? Benutzen Kreuz. Ach nee, für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Zwerge gefällt das. Einem Teil von Zwerge gefällt das. Einigen meiner multiplen Persönlichkeiten gefällt das. Oh, hallo. Ja. Hübsches Zimmer hast du da. Plakat.
Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Ansehen, Plakat. Nicht gerade die Naum. Okay, reden mit Plakat. Are you ready to rock? Yeah! Yeah, der Rockpriester. Passt. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Mhm. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Oh, was? Ich wurde erkannt. Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein. Nein. Ich habe tatsächlich alles vergessen. Mir wurde alles vergessen. Ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Hm. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Na toll. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Ja, erzähl. Nein. Ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Das bezweifle ich stark. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Mhm. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Buch. Wir fassen alles an. First Steps. Lernen wir Gitarre und Klavier lernen. Spielen. Geldolfs Mama. Aha. Okay. Okay, geh jetzt raus. Können wir das Buch mitnehmen? Mhm. IGAHD. Ich fürchte, das müssen wir uns merken. Ja, okay. Ist abgespeichert. Das wird irgendwo für noch nützlich sein. Nehmen. Gitarre und Verstärker. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So. Huch. Jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Huch. Aber er ist weg. Der Priester ist weg. Kopfhörer. Oh, die Anlage noch mitnehmen. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Ja, nice. Geht's noch? Warum nicht? Es hängt gut, wo es hängt. Reden mit Plakat. Are you ready to rock? Yeah! Rockkirche. Yay. Ja. Nehmen. Es hängt gut, wo es hängt. Ja. Reden. Are you ready to rock? Das kommt mir bekannt vor. Okay. Können wir hier drauf kritzeln? Ich will das Poster nicht verschandeln. Okay. Fernseher ausgemacht. Das können wir mitnehmen. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Okay. Können wir das mitnehmen? Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Stimmt auch wieder. Sofa nehmen. Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Wenn du leck mich meinst, dann sag auch leck mich. Ja. Kopfhörer mit Sofa. Ja, etwas Kissenradio wäre schon gut, aber ich muss weiter. Ja, okay. Polo-Steger mit Fernseher. So schlecht ist das Fernsehprogramm nun auch wieder nicht. Gut, da hast du nicht das Fernsehprogramm gesehen, was aktuell so zur Nachmittagszeit läuft. Ja, da würdest du deine Aussage nochmal ändern. Da kann man nichts dran schrauben. Stimmt, am Fernsehprogramm. Darauf lässt sich nicht schreiben.
Stimmt, aber auf dem Sofa lässt sich schreiben. Sehr schön. Hier auch nochmal ein bisschen was verunstaltet. Sehr schön. Mach schmutzig, mach dreckig. Unterschrift. Edna was hier. So, na dann, Cookie. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin unbedingt ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage führt und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und das Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Ja. Hotzenplotz Crew Siegen. Ja. Jesus Zombie Massaker. Sacrilego. Gut, sag's. Und das kann ich nicht lesen. Ja. Schön groß hier. Stereoanlage. Ein Gitarrenverstärker natürlich. Musik. Dann können wir an und ausmachen. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Nice. Können wir hier geh nach hinten. Jo. Geh zur Tür. Abgeschlossen. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tiefer liegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde es schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Hinten sogar auf die Treppe und so, wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Okay, geh nach vorne und geh zur Treppe. Ja, die Tür ist fest verschlossen. Oh, Orgel. Können wir ein bisschen orgeln? Kassettendeck. Kann man noch Kassetten abspielen? Ui. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Ja, ist besser so. Fenster. Die Fenster können wir nicht betrachten. Schade. Stühle. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Ja. Orgel. Wer orgelt da so spät noch? Knopf. Nice. Die Gitarre reagiert. Klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel!
Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung. Hoffentlich. Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters. Die Tasten hier kann ich nicht drücken. Die kann ich drücken. Die. Ah, die interagiert mit der. Aha.